Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir müssen eine besorgniserregende Entwicklung in unserem Land beobachten. Die Zunahme von Gewalt gegen Polizeibeamte, Rettungskräfte und Feuerwehrleute. Diejenigen, die schützen, helfen und retten, werden selbst zur Zielscheibe von Angriffen. Allein im Jahr 2015 waren es beinahe 65.000 Fälle. Wir dürfen diese Entwicklung nicht hinnehmen. Und wir machen mit dieser Debatte deutlich, dass wir die Verpflichtung haben, diejenigen zu schützen, die uns schützen. Deswegen freue ich mich, dass der Bundesjustizminister auf unser Drängen diesen Gesetzentwurf vorgelegt hat, der bessere gesetzliche Schutz von Rettungskräften, Polizisten und Feuerwehrleuten ist unsere Herzensangelegenheit. Mit diesem Gesetzentwurf werden Polizisten aber nicht nur bei von Verstreckungshandlungen geschützt, sondern auch ganz allgemein bei Diensthandlungen aller Art. Diese tätlichen Angriffe werden zukünftig härter bestraft. Den gleichen Schutz erhalten auch Feuerwehrleute und Rettungskräfte, die Angriffen ausgesetzt sind. Und dieser Gesetzentwurf ist, wie ich meine, die rechtsstaatlich gebotene und verhältnismäßige strafrechtliche Antwort auf die zu Recht zu beklagenden Entwicklungen. Jetzt wird im Augenblick eingewandt, dass es zu gar keiner Änderung des Strafrechts kommen müsse, weil das geltende Recht doch ausreichend Schutz bieten würde. Diese Argumente übersehen aber ein wichtiges Detail. Natürlich gewährleisten Körperverletzungs- und Beleidigungsdelikte den Schutz der körperlichen Unversehrtheit. Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte sind aber durch ihre Tätigkeit besonderen Gefahren ausgesetzt, denen sie nicht ausweichen können. Sie sind diesen Gefahren ausgesetzt, weil sie Repräsentanten des Rechtsstaats und des Gewaltmonopols sind. Wir schützen damit auch unseren Staat, die Rechtsstaatlichkeit und das Gewaltmonopol. Wir werden uns im Gesetzgebungsverfahren auch die Frage stellen müssen, wie wir weitere Gruppen, die unter Respektlosigkeit und Anfeindungen leiden, besser schützen können. Ich spreche von Mitarbeitern bei Jobcentern, Angestellten in Bürgerbüros, Fahrkartenkontrolleure, Busfahrer und viele mehr, die einen Dienst für die Allgemeinheit tun. Auch sie haben Schutz verdient. Uns ist dabei vollkommen klar, weder Respekt noch ein sorgsamer Umgang miteinander vermag eine Gesellschaft allein durch ihre Rechtsordnung deutlich zu machen. Sie muss aber klar und deutlich zum Ausdruck bringen, dass Gewalt unter keinen Umständen akzeptiert werden darf. Ein Rechtsstaat, der sich aus guten Gründen von der historischen Auffassung eines Über- und Unterordnungsverhältnisses zwischen Staatsgewalt und den Bürgern verabschiedet hat, muss dies auch im Umgang mit seiner eigenen Polizei vollziehen. Es sind nicht nur anonyme Uniformen, die dem Bürger gegenüberstehen, sondern es sind unsere Polizeibeamten. Es sind Menschen mit ihrer Würde und mit ihrem Recht auf Schutz. Meine Damen und Herren, an Aufrufen gegenüber Respektlosigkeit, Hass, Verrohung der Sprache und einem anständigen Umgang fehlt es in diesen Tagen nicht. Wir dürfen dann aber, wenn wir über diese Themen reden, diejenigen nicht vergessen, die die Rechtsstaatlichkeit und das Gewaltmonopol erst durchsetzen. Und das sind unsere Polizisten am Wochenende, in der Nacht, im Schichtdienst, im mittleren Dienst bezahlt. Ihnen gehört unsere Solidarität. Und deutlich wird, wer immer auch glaubt, das Gewaltmonopol dieses Staates in Frage zu stellen und damit die Geltung des Rechts
und unser friedliches Zusammenleben zu gefährden, der muss wissen, dass wir auch mit diesem Gesetzentwurf dem eine deutliche Absage erteilen. Strafrecht, meine Damen und Herren, wird aber nicht genügen. Wir brauchen in unserem Land auch ein starkes Bewusstsein und einen konsequenten Einsatz für Polizei und Justiz. Die Verantwortlichen im Bund und Land sind aufgerufen, für eine ausreichende und angemessene Personalausstattung zu sorgen. Das wird einen erheblichen Mitteleinsatz kosten und seine Zeit in Anspruch nehmen. Aber wer von Rechtsstaat redet, der muss auch über Überstunden bei der Polizei, über Stellenbesetzungen und gute Ausrüstung sprechen. Wer die Bedingungen bei der Polizei verbessern möchte, der muss auch die Vergütung von Polizisten in Ballungsgebieten und die Personalausstattung bei Staatsanwaltschaften und Gerichten in Angriff nehmen. Lange Verfahrensdauern lassen sich manchmal nicht vermeiden. Sie sind niemals bequem. Aber Verfahrenseinstellungen, die allein dem Umstand geschuldet sind, dass eine zu geringe Personalausstattung bei Polizei oder Justiz vorhanden war, sind für einen Rechtsstaat nicht hinnehmbar. Und das bringen wir auch deutlich zum Ausdruck. Und der Bund hat gehandelt. Er hat über 3.000 neue Stellen bei der Bundespolizei geschaffen und die Ausrüstung kontinuierlich verbessert. Und wir brauchen insgesamt ein Maßnahmenbündel, eine starke gesellschaftliche Wertschätzung. Wir brauchen auch in den Ländern, dort, wo andere politische Gruppierungen Verantwortung tragen, eine bessere Personalausstattung und eine bessere Ausrüstung. Wir brauchen einen besseren gesetzlichen, strafrechtlichen Schutz für Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte. Und wenn wir das alles angehen und damit auch die gesellschaftliche Wertschätzung für diese wichtige Arbeit erhöhen, dann haben wir einen starken Dienst unserem Rechtsstaat und unserer Freiheit geleistet. Und heute möchte ich die Rede deswegen schließen mit einem Dank an alle Polizisten, Rettungskräfte und Feuerwehrleute, die tagtäglich einstehen für Freiheit und Sicherheit. Herzlichen Dank. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird die